In den letzten Jahren haben immer mehr Unternehmen digitale Lernmedien wie Lernvideos, webbasierte Selbstlernprogramme oder auch Webinare für sich entdeckt. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben digitale Lernmedien einen weiteren Schub erlebt. So gaben in einer Befragung im Mai 36% der befragten Unternehmen an, dass sie seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 vermehrt digitale Lernmedien in der Weiterbildung einsetzen. Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten möchten und von den Potenzialen von E-Learning profitieren möchten, sollten sich mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Ich erkläre Ihnen, warum gerade kleine und mittlere Unternehmen von E-Learning profitieren können und was sich hinter dem Begriff Blended Learning verbirgt. E-Learning steht für elektronisch unterstütztes Lernen. Dabei werden in der Regel digitale Lernmedien eingesetzt. Zu digitalen Lernmedien gehören beispielsweise digitalisierte Schulungsunterlagen und Fachliteratur, interaktive, webbasierte Selbstlernprogramme, Lernvideos oder Podcasts, um nur einige zu nennen. Und viele Vorteile von digitalen Lernmedien liegen auf der Hand. Sie können in der Regel räumlich flexibel eingesetzt werden. Hinzu kommt häufig eine große zeitliche Flexibilität, die Möglichkeit, im eigenen Lerntempo zu lernen, sowie die zum Teil kostengünstige Umsetzung. Aus der Forschung wissen wir, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen die Vorteile zu schätzen wissen. So geben mehr als die Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen an, dass sie digitalen Lernmedien schon heute einen entweder gleich hohen oder sogar höheren Stellenwert einräumen als klassischen Lernmedien. Bei den großen Unternehmen sind es nur 40%. Digitale Lernmedien haben in der betrieblichen Weiterbildung in den letzten Jahren einen Schub erlebt. Dies heißt aber keineswegs, dass sie klassische Lernformate wie beispielsweise Präsenzseminare verdrängen. So meinen 67% aller Unternehmen, dass digitale Lernformate und klassische Lernformate nur in Kombination sinnvoll einsetzbar sind. Im Fachjargon nennen wir diese Kombination Blended Learning. Sie vereint quasi das Beste aus beiden Welten. Und es ist davon auszugehen, dass die Verzahnung verschiedener Lernformate auch in Zukunft immer wichtiger wird. Dies lässt sich an einem Beispiel erklären. So können Mitarbeitende über ein Online-Training oder über 3D-Modelle theoretisches Wissen zu einer neuen Anlage digital erlernen. Und später können sie dann in einem Präsenzseminar die Anwendung oder den Umgang mit der Anlage ganz praktisch üben. In dem KOFA-Themendossier Digital aus- und Weiterbilden finden Sie ausführliche Informationen rund um die digitale Bildung, ein Lernmodul zum Thema Blended Learning sowie hilfreiche Praxisbeispiele zur Inspiration und zur Nachahmung.